Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Und ja, wir sind hier immer noch auf der Suche. Ich sehe auch, warte mal, ich sehe gerade was. So, dann hab ich das jetzt einmal korrigiert. Die Facecam ist jetzt wieder auf der richtigen Seite. War jetzt ein kleiner Cut. Musste ich eben kurz auf die andere Seite setzen. Und ja, wir sind auf der Suche nach den Telvanis hier. Wir müssen hier ja Rotator werden. Wir sind auch schon bei über 100 Folgen. Das finde ich auch schon heftig, dass wir jetzt Morrowind auch schon 100 Folgen geschafft haben. Ey, ein Jahr schon spiele ich die Elder Scrolls Saga durch. Finde ich auch echt krass, dass wir schon so weit sind. So. Magierfürsten Telvanischen Rat. Müssen wir vielleicht. Warte mal. Turm Tel Arun. Würde ich vielleicht hier anfangen mit den Erzmagister Gofrin, Fürst Hochmagier im Telvanischen Rat, Wadenfell Distrikt. Turm Tel Arun. Ostmolag Amur, Distrikt Wadenfell. Wo war Tel Arun? Hier. Würde ich da anfangen wollen? Da müssen wir jetzt erstmal suchen, die ganzen Leute. So. Ich finde es aber schön, dass wir doch Levitation haben. Ich weiß nicht, ob, woher wir das. Also, ich weiß nicht mehr, woher wir das haben. Wahrscheinlich gekauft. So, einmal vielleicht auf Rasten bis geheilt. Ah, wenigstens hell geworden. Wir müssen da lang. So, genau, die Fische. Komm. Ach da, da ist der nächste. So, wer kommt jetzt? Kommt doch mit Sicherheit noch einer irgendwo. Da ist der nächste Fisch. Ey, mit dem Stab finde ich das deutlich besser, angenehmer. So, da ist der böse Fisch. Jo, komm. Echt, der Stab ist deutlich besser. Vor allem Dedra-Stab. So, Tel Arun. Da vorne ist es schon. Nice. Autsch. Okay, wer will jetzt wieder Stress? Komm her, Fisch. Da. Oh. Ein Moment. Rasten. Bissgehalt. Nochmal. So, wir haben wieder. So, Karis. Also Stärke, Schnelligkeit, Konstitution haben wir voll. Wo setzen wir das nochmal rein dann, den letzten? Vielleicht. Komm, packen wir ein Glück mal rein. So, das müsste der Turm sein. Du, du, du. Seid gegrüßt. Stentos Tullius. Interessanten Namen hat er da auf jeden Fall. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier anfangen müssten. Also zumindest will ich hier anfangen. Tel Arun Turmzugang.
So, der braune Buch lesen wir nochmal durch. Erzmagister Goffrin. Wer ist sein Sprecher? Für Erzmagister Goffrin ist Sprecher Malam Roin. Anora? Wir fangen hier an. Kann ich Zauber kaufen? Dämonischer Langbogen, dämonisches Tanto, Kurzbogen der Präzision, dämonischer Helm, Helm des Besessenen, Gewand der Schlange, Gewand des Blitzspiegels. Nee, lieber nicht. Ich suche aber jemanden. Habe ich nicht schon von euch gehört? Kann sein, weiß ich nicht. Man nennt mich komischerweise den Nerevarin. Ich weiß auch nicht woher. Ich glaube, hier bin ich falsch. Vielleicht muss ich nach unten? Autsch. Zu euren Diensten. Wie heißt der Dude nochmal? Malam Roin. Malam Roin müssen wir suchen. Ich höre eure Worte. Falsche Person? Ich glaube, ich muss weiter nach oben. Also wir gingen jetzt durch diese Tür. Das heißt dann noch weiter nach oben. Oder? Ich speichere mal vielleicht auf die 4. Und würde den hier nutzen wollen. Ranina? Rinina, okay. Nein! Kann ich rasten? Hilft das? Kann ich fremdes Bett einfach pennen? Euer Verbrechen wurde den Wachen gemeldet. Weil ich auf einem fremden Bett schlafen will, oder was? Warte mal, ich lade vielleicht einmal, ausnahmsweise, auf die 4 hatten wir gespeichert. Nur um sicher zu gehen, dass ich jetzt keinen Mist gebaut habe. So, also nicht in die Wohnquartiere, sondern gehen wir mal hier hoch. Obratun. Ja. In dieser Avel? Hallo. Broll mir? Ich bin nicht sicher, ob ich euch helfen kann, aber ich werde es versuchen. Was wünscht ihr? Ja, ich suche, ich suche jemanden Bestimmtes. Dremora?
Waffen. Waffen haben wir gefunden, okay. Mir geht es gut, danke. Was kann ich für euch tun? Telvanni Hortator? Ja, ja, ich weiß, was ein Hortator ist. Eigene Geschichte erzählen und darum bitten, zum Hortator bestimmt zu werden? Nein, wartet. Lasst mich nachdenken. Ja, ich verstehe vollkommen. Eure Geschichte macht Sinn. Eure Beweise sind überzeugend. Aber eine Entscheidung über eine derart außergewöhnliche Angelegenheit birgt eine schwere Verantwortung und darf nicht in Eile getroffen werden. Ich werde einige Zeit brauchen, um nachzudenken und um mich mit den anderen Telvanni-Ratsherren zu beraten. Geht fort. Lebt wohl. Okay, da fehlt was. So, ich fragte Erzmagister Goffren, ob er meiner Wahl zum Hortator von Haus Telvanni zustimmen werde. Er hörte sich meine Geschichte aufmerksam an und sagte, dass er meine Beweise überzeugend fände. Er meinte jedoch auch, da dies eine sehr verantwortliche Entscheidung sei, benötige er ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken und sich mit anderen Ratsherren zu beratschlagen. Okay, dann fangen wir mit dem nächsten an. Also Goffren, dann Meister Arion. Ja, okay, wir müssen nochmal zurück zu dem... Also wir müssen nochmal zurück nach Voss. Kann ich hier runter, ohne drauf zu gehen? Ja. Überlebt, immerhin. Ich hab's überlebt. So, das heißt, wir müssen wieder nach Norden. Was war das? Keine Ahnung, was das war. Aber ein Schiff oder sowas gibt es hier jetzt nicht, glaube ich. Autsch. Aber eine Ratte. Ah, das Viech jetzt. So, okay, mein Atem geht jetzt zur Neige. So, so, da hinten ist Norden, okay. Aber viel fehlt uns nicht mehr, damit wir komplette Ebenerzrüstung haben. Klar, jetzt haben wir erstmal den Schild auch abgelegt. Boah, ich feiere das mit dem Stab. Der ist deutlich besser als der Dings. Also Streitkolben. Das heißt, den Ebenerz-Streitkolben können wir gerne irgendwo verkaufen gehen. Achso, der lebt ja immer noch. Ja, komm, du auch. Komm. So, da müssen wir hin. Ja, komm. Immer diese Fische. Diese Schlachterfische, ey, die sind überall. Ja, komm. Was haben wir? Da haben wir wieder ein Stimmt, den hatten wir schon mal gesehen. Wir sind nur noch nicht reingegangen. So. Und den hier auch noch. Auch schon tot, nice. Wer, was, wo? Ah, der.
Was war das nochmal? Ein Alit oder ein Kaguti? Das war ein Alit. Dum, 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 dum. Ach komm, wir bleiben mal dem Weg. Da haben wir noch ein bisschen mehr von der Karte erkundet. So. Das sind alles Punkte. Oh, ich mag den Stab irgendwie. Und schon jetzt auch 39 stumpfe Waffen. Ey, mit dem Stab mega. Ich glaube, das hat einen Vorteil, weil wir auch vorher Speer geskillt hatten. Da haben wir auch schon wieder eine dädrische Ruine. Wie viele dädrische reine Ruine, wie auch immer, gibt's denn hier? Pinsum. So, die normalen Dungeons müssen wir eigentlich auch einfach mal durchgehen. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie traue ich mir das nicht. Weil ich das die ganze Zeit das Gefühl habe, ich nehme dann irgendeine Hauptstory oder eine Storyquest irgendwie vorweg. Der kommt auch schon da hinten. Ja, komm. Okay, der trifft eher mich als ihn. Aber wenigstens macht er keinen Magieschaden gerade. So, nochmal bis geheilt. So, und nochmal bis geheilt. Einfach mal die komplette Map hier zum Friedhof verwandelt. Was ist das? Voss. Hier haben wir Voss. Und Telmora, dann haben wir... Voss, Voss, Telfoss. Okay. Also Voss ist schon hier? Ja, komm. Komm schon, komm schon. So, beide erledigt. Und wo beginnt jetzt Voss? Nicht bei denen, oder? Wer, wo, was? Ach so. Okay, Voss beginnt schon hier. So.
So, und dann müssen wir hoch zum Meister Arion. Und mit ihm auch noch mal drüber reden. Dum, 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 dum. Was ist denn Gibt das? es etwas, das ich für euch tun kann? Nein, Elvis. Du brauchst nichts für mich tun. Ich muss nur hoch in den Turm und zu Arion nochmal. Was war das hier? Nee. Da war's. Sprecht nur. Nur zu. Ja, ich muss mit deinem Meister hier reden. Wo ist denn der nochmal? Hier. Mit Arion. Telvanni Hortator. So, eigene Geschichte erzählen. Ja, ich verstehe. Ihr möchtet die Verantwortung übernehmen und ich bin bereit, für euch als Hortator zu stimmen. Ich denke auch, die anderen Telvanni-Razzianen werden zustimmen, obwohl einige überredet werden müssten. Meister Nelof ist übellaunig. Meister Drata mag keine Männer und Meister Terana verliert den Verstand. Magister Goffren stellt noch ein ganz anderes Problem dar. Er wird euch nicht direkt ablehnen, aber die Sache ewig hinauszögern. Ich schlage vor, ihr tötet Erzmagister. Was? Ich soll ihn töten? Meister Nelof. Meister Nelof. Er lebt in Tel Naga, den Turm in Sadrif Mora. Er ist sehr aufbrausend, aber er wird euch zuhören, wenn ihr überzeugend genug seid. Erwartet jedoch nicht, dass er höflich zu euch ist. Okay, Meisterin Drata. Meisterin Drata ist die älteste lebende Telvanni-Razzianerin und wird von der Nekromantie am Leben erhalten. Sie verachtet Männer aller Rassen, obwohl ich nicht weiß, warum. Ihr werdet sie vielleicht in ihrem Turm Tel Mora finden. Okay, Meisterin Terana. Das Altern bekommt ihr nicht und sie wird jedes Jahr ungewöhnlicher. Ihr Turm befindet sich in Tel Branora, das an der Azura-Küste weit im Südosten liegt. So, okay. Erzmagister Goffren weist Anfragen niemals direkt zurück. Er lässt sich nur unendlich Zeit und gibt nie eine Antwort. Ich weiß keine andere Lösung, als Goffren zu töten. Ich sage es ganz offen. Ich kann durch Erzmagister Goffrens Tod nur gewinnen. Ich sage das, damit ihr nicht glaubt. Ich wollte euch überlisten. Mein Rat ist dennoch... Ein guter. Goffren wird euch nicht zum Hortator ernennen, jedoch wird er dies nie ausdrücklich so sagen. Und im Haus Telvanni ist es üblich, Auseinandersetzungen so beizulegen. Ich habe euch meine Stimme zum Hortator von Haus Telvanni gegeben. Aber ihr braucht die Stimmen aller noch lebenden Razzian, okay. Ja. Okay, das heißt, um Goffren kümmern wir uns zuletzt. Gefällt mir gerade gar nicht, dass wir den jetzt auch noch töten müssen. Bin ich ein bisschen doof. Dann würde ich aber erstmal dann mit den anderen anfangen. Also Goffren lassen wir. Arion waren wir jetzt. Meister Nelof ist Turm Tel Naga bei Sadrif Mora. Tel Naga. Telfir. Oder ist das irgendwo hier oder hier? Müssen wir vielleicht sogar suchen. Oder da. Oder hier. Da waren wir auch noch gar nicht. Wo könnte Tel Naga sein? Oder warte mal. Die Azura-Küste war ja hier irgendwo. Hier unten. Tel Branora, da haben wir es.
Okay, Telbranora kennen wir. Dann machen wir uns zuerst auf den Weg ganz nach Süden. Könnte ein Weilchen dauern. Aber das kennen wir zumindest. So, wie sieht es eigentlich mit der Stufe aus? 5 von links, okay. Stufe 41 haben wir. Wie haben wir es geschafft, auf Stufe 41 zu kommen? Das finde ich jetzt interessant. Und Athletik auch schon mal wieder erhöht. Nice. So. Ne, da muss ich hin. Aber Hauptsache Richtung Süden. Wer, wo? Natürlich der schon wieder. Ja, komm. Ach, der auch noch? Und ich hab hier noch was gehört. Ach so, den kleinen Scheißer habe ich auch noch gehört. Jetzt muss ich aber wieder rasten. Natürlich, aber wenigstens keiner von der dunklen Bruderschaft. Autsch. Ja, komm. Wenn wir uns so ein bisschen bewegen. Bessere Angriffe, komm. Schwerer Angriff. Autsch. Also, die Orgel sehen eigentlich schon cool aus, muss ich sagen. Ja, komm, noch ein bisschen. So, will ich wissen, wie viel jetzt von meinen Ausrüstung kaputt ist? Ja, komm. Komm! Ja, komm! Wie lange soll der Kampf noch gehen? Ich habe keinen Bock mehr. So. So. Jetzt können wir noch mal rasten, bis geheilt. Ah. Nicht einmal kann ich hier in Ruhe rasten. So, wir haben aber jetzt leider nichts Sinnvolles gelernt, sage ich jetzt mal. So, ich würde aber Geschicklichkeit nochmal gehen, dann Glück. Komm, auch mal Charisma, würde ich sagen. Und wieder den Stab aufsetzen. Dum, 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 dum.
Und auch noch erstmal einen schönen weiten Weg Richtung Süden. Obwohl, nach Tel Branora können wir uns in der nächsten Folge eigentlich auf den Weg machen, oder? Ist ja... Wird ja ein weiter Weg sein, muss man leider sagen. Und in der Zwischenzeit können wir dann hier vielleicht noch ein bisschen erkunden, hier noch ein bisschen erkunden. Das hier können wir noch mal ein bisschen erkunden. Vielleicht hierhin mal gehen. Vielleicht finden wir auch noch eine Stadt, Ort, das wir brauchen. Und dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!